Was geht, liebe Mithumans, herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Conan Exiles Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ihr werdet gleich sehen, gleich feststellen, AP, wo ist denn dein Schild und wo ist denn Stufe 9 hin? Ja, da ist mir ein Malheur geschehen und zwar ist da gestern einfach mal ganz entspannt der Strom ausgefallen, während ich aufgenommen habe. Ja, was halt so passiert, das sind so Eventualitäten, ja, da kann man nichts tun. Und entsprechend war natürlich was der Fall? Ja, meine Aufnahme hat es mir zerhauen und Conan Exiles, was macht es? Speichert natürlich trotzdem, ist ja klar. Was muss ich also tun? Ja, halt nochmal komplett von vorne anfangen, nochmal hierher rennen, nochmal alles regeln, so, wisst ihr, wie ich meine? War sehr unangenehm. Ich habe jetzt allerdings nochmal ein bisschen an der Performance rumgeschraubt, würde ich sagen. Bin jetzt ein bisschen zufriedener. Was noch nicht heißen soll, dass ich ganz zufrieden bin. Ich habe mich in diversen Foren mal reingelesen, wie es da ist. Habe auch schon von euch diverse Kommentare dazu bekommen, dass Conan Exiles einfach nach wie vor jetzt nicht unbedingt das Performance-Beast ist. Habe auch in so, ich sag mal, Tryhard-Foren dann gelesen, dass richtig harte PvPler und auch in einem Kommentar habe ich das auch gelesen, dass richtig harte PvPlerInnen hier stellenweise die Einstellungen, die Settings so weit runterstellen, wie geht, damit die eben dann dafür gute Performance haben. So. Also das scheint schon immer noch einfach ein Common Problem zu sein. Jetzt haben mir allerdings die meisten von euch zugesichert, dass das eigentlich ganz gut klar geht. Wie gesagt, ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen verstellt, denn ich habe getestet, wie es denn ist, wenn ich Conan Exiles auf Ultra mit allem auf Göttlich laufen lasse, ohne Elgato. Und habe dann geschaut, wie es läuft, wenn ich es mit allem auf Göttlich laufen lasse, mit Elgato. Und nichts, weder RAM noch CPU noch GPU ist bei dem Try mit allem auf maximalen Einstellungen und Elgato an über 50% Auslastung. Also daran kann es nicht liegen. Kann mir jetzt niemand erzählen, boah, ja, also 50% ist schon hart am Limit. So, nee, 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 50% sind scheiß 50%, Mann. Das ist echt eigentlich, das sollte klar gehen. Dann habe ich die Gamma runtergestellt und habe sie davor erstmal die Sachen auf Werkeinstellungen, also auf Standardeinstellungen gestellt und gesehen, jo, die Gamma ist per Default auf 2,2. Das finde ich allerdings sehr hell. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch per Default das, was eben das letzte Mal von mir eingestellt wurde, was keinen Sinn machen würde, aber 2,2 scheint mir sehr hoch. Ich habe es jetzt mal auf 1,6 runtergezogen, weil ich einfach finde, dass es dadurch eine ganze Spur kontrastreicher birgt. Und ich es auch eigentlich in solchen Games immer ganz nett finde, wenn eine Nacht halt wirklich eine Nacht ist so. Ja, also wenn es halt wirklich dunkel ist. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fackelspieler, aber wir werden da mit Standfackeln und dergleichen dagegen arbeiten. Dann wird es schon alles funktionieren, da bin ich guter Dinge. Genau, so ist der Stand der Dinge. Ich habe dann auch mal eine Weile überlegt, ob ich vielleicht mit einem anderen Programm aufnehmen soll. Allerdings ist das ein riesen Hackmack. Außerdem habe ich die Elgato ja, das wird schon damit klappen. Und ich habe mir von Leuten in Foren sagen lassen, die ebenfalls Let's Plays aufzeichnen, in denen die Cam und Game zeitgleich aufnehmen und auch bei denen, die das nicht tun, also die nur Game aufnehmen, dass es trotzdem hier und da zu diesen Micro-Stutters kommt. Also wenn man googelt Conan Exiles Micro-Stutters, dann ist das auch ein Riesending. Also es gibt in jedem Forum übertriebenst viele Einträge dazu. Und die sind nicht von 2017, als das Game released wurde, sondern die latesten sind halt jetzt gerade vor allem vermehrt von vor einem Monat, als halt hier Age of Sorcery rauskam. In dem Sinne scheint es schon einfach ein Problem zu sein. Dann habe ich letztes Mal schon, also als ich gezockt habe, was ich euch aber niemals zeigen kann werde, da wie gesagt mir die Aufnahme gesmashed wurde, wir brauchen hier diesen Konstruktionshammer, damit wir Sachen bauen können. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Zwirn, das ist ja vollkommen klar. Stellen wir direkt mal her. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schade, wir haben jetzt diesen Schild nicht mehr, aber der war ja eh quasi kaputt. Es könnte sein, dass wir jetzt auf der Reise noch gewisse Sachen nicht haben, die wir eigentlich hatten, wie zum Beispiel eine geweihte Waffe beschaffen. Ich weiß gar nicht, hat da das Schild, hat dafür, glaube ich, gezählt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Auch wenn ich eigentlich dachte, dass die geweihten Waffen die Religionswaffen sind. Aber vielleicht werde ich da ja auch noch eines Besseren belehrt oder habe mich letztes Mal ganz einfach verguckt. Das kann natürlich auch sein. Außerdem bin ich mit ein bisschen weniger Aloe-Extrakt aufgestellt als in der letzten Episode sozusagen. Aber wisst Bescheid, werden wir mit allem gut klarkommen. Da bin ich guter Dinge. So habe ich jetzt hier genau, stellen wir einmal unseren Konstruktionshammer her. Und dann können wir da direkt mal ein bisschen loslegen. Da habe ich nämlich jetzt schon echt gut Bock drauf. Ich hatte eigentlich schon ein ganz schönes Fundament gesetzt, aber das ist jetzt auch kein Thema. Wisst ihr, wie ich meine? Es hätte ja auch so laufen können. Keine Ahnung, dass ich, wo mache ich nochmal Höhe anpassen? Left Shift, genau. Die will ich hier ein bisschen höher haben. Genau, einfach damit wir nachher kein Beef mit anderen Strukturen haben.
obwohl ich vielleicht auch einfach hier anbaue und dann nachher nochmal distinkt davon etwas baue. In Conan Exiles, genau wie in Ark, ist natürlich immer so die Idee, ihr tut euch einen Gefallen, wenn ihr die Sachen ein bisschen höher baut, als es, ich sag mal, manchmal auch aus ästhetischen Gründen gut aussieht. Schon allein aus dem Grund, weil ihr sonst stellenweise Probleme damit bekommt, wenn, ich sag mal, euer Grund verschieden hoch an verschiedenen Stellen ist. Ja? Also dann kann es schnell mal zu Problemen kommen und die kann man sehr gut avoiden, indem man diese Sachen hier einfach ein bisschen höher zieht. Seht ihr, ich kann jetzt hier trotzdem noch sehr gut hinbauen. Das sieht jetzt hier vielleicht mit so Clipping-Issues manchmal nicht so gut aus. Da geht es jetzt gerade noch klar, aber wenn jetzt zum Beispiel, wisst ihr, das untere Teil da noch so drüber stehen würde, so drüber lappen würde, dann wäre es natürlich ein bisschen ugly. Aber ihr wisst Bescheid, jetzt können wir halt auch hier über diese Länge schön weiterbauen, wenn wir das wollen würden. Und dann habe ich schon gesehen, mit F kann man sich jetzt hier dieses Baumenü öffnen. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier direkt einmal Shelter. Richtig schön Shelter. Wie viele Fenster wollen wir haben? Das ist immer die Frage. Ich würde jetzt mal hiervon, okay, stimmt, man stellt die dann ja nicht her, sondern baut einfach so viele wie die. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, früher hat man immer so auf gut Glück hergestellt, boah, wie viele brauche ich? Ja, circa irgendwie so. Und dann hat es mal gereicht, mal nicht gereicht. Ja, wisst Bescheid. Und hier kann ich quasi so viele bauen, wie ich brauche. Und dann muss ich eh wieder farmen, um weiterbauen zu können. So, das finde ich eigentlich ganz nett, weil das macht so, das nimmt so ein bisschen diese Mechanik raus, dass man manchmal so dann von einer Sache viel zu viel hergestellt hat, weil man halt einfach auf Pump hergestellt hat. Ja, genau, wie gesagt, das ist dann hier vielleicht nicht unbedingt der Fall. So, jetzt haben wir hier natürlich zwei, dann muss der Eingang so versetzt sein. Finde ich immer ein bisschen schwierig, aber machen wir jetzt einfach mal so. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. So, und guck mal, jetzt reicht das vielleicht sogar noch für unsere Fensterlease hier. Wir könnten nach hinten raus einen Balkon machen. Sollen wir das machen? Wir halten es uns mal offen, oder? Dann machen wir da auch nochmal so ein Türdingens hin. So, schaut mal hier. Ich will einfach mal jetzt direkt ein bisschen Shelter haben und dann würde ich sagen, relativ bald würde ich gerne mal zu diesem kleineren Lager hier gehen. Da craften wir uns dann noch schön. Ich hatte schon angeteasert, ich hätte Lust auf diesen Bytender. Ich finde den für den Anfang ziemlich superior, muss ich sagen. Also der kann schon echt gut was. Schon allein aus dem Grund, weil er diesen Steuerung-Move hat. Der ist echt stark. Mit dem sollten wir ganz gut to go sein eigentlich. So, und jetzt, ihr habt es schon gesehen. Da fehlt schon wieder ein Zwirn, ja? Meine Damen und Herren, diverse, müssen wir nochmal Zwirn hasseln gehen, ist ja ganz klar. Aber ist gar kein Problem, machen wir direkt. So, ja, dann Essen sollte ich auch mal klar machen, demnächst. Deswegen hier ganz klare Sache, wir sollten dieses Lager bei Zeiten mal überfallen gehen. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Mir Mühe gegeben, die Person nochmal gleich zu erstellen, hat bestimmt nicht 100 pro geklappt, aber... Na, ist jetzt auch nicht das Wichtigste der Welt. Ich denke mal, das ist ja mir persönlich höchstwahrscheinlich wichtiger als euch, mit was ich hier rumrenne. In dem Sinne, denke ich, ist das in Ordnung. Dann wollte ich mal noch testen. Es war doch immer cool, hier solche Moves abzuziehen, weil man so eigentlich ganz schnell durch die Welt kam. Ja, genau. So noch im letzten Moment quasi zu klettern und so mit den Sturz übelst abzufangen. Wollte ich hier an der Stelle einfach mal getestet haben, ob ich das noch einigermaßen drauf habe. Da habe ich mich auch schon oftmals gut verschätzt. Ja, und dann klatschst du halt so ungebremst auf den Boden auf, so aus 90 Metern oder so. Suboptimal, würde ich es mal nennen. Sollte man verhindern. Ja, ich habe noch diverse Lautstärke-Settings ein bisschen verstellt und ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, was ich noch so ein bisschen erzählen wollte. Plus die Idee gefasst, dass ich vielleicht jetzt doch lieber dieses Let's Play nicht Freitag und Montag rausbringe, was zwar von der tagestechnischen Anordnung mehr Sinn machen würde, da dann so einmal 3 Tage und einmal 4 Tage dazwischen liegen, beziehungsweise es halt jeweils der 3. und 4. Tag ist. Ich glaube, ich würde es jetzt lieber samstags und Montag rausbringen. Dann sind die zwar nah beieinander, aber es macht studientechnisch für mich mehr Sinn, ist dann chilliger umzusetzen so für mich. Und ja, das hat natürlich Vorrang. Auch wenn mir mein Studium jetzt in dem Sinne nicht ultra wichtig ist. Ich will es gerade eigentlich nur noch fertig durchziehen, damit ich dann endlich mal wieder ein bisschen chillen kann. So. Aber ja, muss eben dieses Semester ziemlich viele Schlüsselqualifikationen machen. Und die sind halt immer so am Wochenende. Ja, das heißt, ich habe halt unter der Woche mega viel Zeit aufzunehmen. Und am Wochenende werde ich dann immer so von freitags, ich glaube immer so 9 bis 18 Uhr, bis einschließlich Sonntag 9 bis 18 Uhr. Ich glaube, ab Anfang November bis
Anfang, Mitte Februar habe ich da immer etwas. Also nie wieder Wochenende, wisst Bescheid. In dem Sinne ist es einfach cool, wenn ich unter der Woche aufnehme und dann quasi so ein paar Sachen am Wochenende hochlade, beziehungsweise eigentlich nur Conan und Enderal und den Rest eben unter der Woche producen kann. Das ist einfach in dem Sinne am besten, wisst ihr, falls irgendwas schief gehen sollte mit den Aufnahmen. Wisst ihr, wie es ist? Technik ist Technik. Habt ihr jetzt ja gehört, hier, wenn mal ein Stromausfall kommt. Ich dachte jetzt so, hey, cool, weiß, vielleicht checkt Elgato das, dass die Aufnahme da abgebrochen wurde, aber die Aufnahme war einfach vollkommen weg. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich hatte nichts. Hätte ich jetzt irgendwie was gehabt und da hätten 10 Minuten gefehlt, dann hätte ich gesagt, okay, Leute, was in den 10 Minuten passiert ist, hätte ich euch auch noch erzählen können oder so. Aber auch das ist halt irgendwo nicht ganz so, ja, wisst ihr, wie ich meine, man hat dann ja auch irgendwann einen gewissen eigenen Standard, mit dem er gerne Videos raushauen will. Weshalb das mit der Performance auch echt so eine Sache für sich ist, meiner Meinung nach. Das schrappt schon hart an, okay, wenn es sein muss, lade ich so hoch, ja. Aber wäre schon cool, wenn mir da vielleicht auch noch irgendwie eine Idee kommt oder von euch jemand eine Idee hat. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Ausgabeadresse von Elgato auf meine SSD gezogen. Ich habe mir nämlich vor Ewigkeiten mal, einfach weil es viel geworden ist, zwecks hier, meine ganzen Let's Plays brauchen ja auch entsprechend viel Speicher auf dem PC. Weil das viel geworden ist, habe ich mir irgendwann mal eine 10 Terabyte HDD gegönnt, als ich ein gutes Schnäpperchen gemacht habe. Und Kenshi und Enderal auf die aufzunehmen, also direkt mit ihr als Aufnahmeadresse. Ich bin ja hier durchgehend am Aufnehmen und hier verschwindet ständig irgendwie ein bisschen Datenmenge auf meinem Drive, auf den das aufgenommen wird. Das ist ja klar, weil es da halt hingeschrieben wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eine SSD als Adresse bei Conan Exiles besser ist. Obwohl ich sagen muss, es scheint mir, es wären die gleichen Issues. Und wisst ihr, wie ich meine, letzte Episode haben wir mit hohen Einstellungen gespielt, jetzt sind wir auf Ultra. Und ich würde sagen, es läuft halt genau gleich gut, beziehungsweise, sagen wir mal, akzeptabel. So, in dem Sinne hat es damit halt einfach nichts zu tun. Wie gesagt, die Auslastung der verschiedenen Sachen ist irgendwie bei nicht mal ganz 50%. Die GPU ist nie über 35%. Also daran kann es einfach echt nicht liegen. So, dass es die Datei zerlegt hat. Oh ja, genau. Dann habe ich noch was ganz Wichtiges für mich regeln müssen. Und zwar, das mit dem Safe Game ist ja ein Problem. Im Vergleich zu den anderen Games, die ich spiele, wo ich mir immer Safe Games erstelle. Ja, wo ich dann quasi sage, hey, ich erstelle da meine eigenen Safe Games, weil ich will ja gewährleisten, dass, wenn hier irgendwas schief geht, Elgato, Stromausfall, was weiß ich, dann willst du ja nicht mit nichts dastehen, sondern du willst dann ja deinen alten Safe haben und von dem aus einen neuen Versuch starten können. In Conan Exiles ist das nicht möglich, weil Conan Exiles ja die ganze Zeit speichert. Ja, ihr habt ja die ganze Zeit 1000 Backups, wenn ihr so wollt. Und es gibt hier ja nicht, okay, hier beenden, Spiel speichern vor dem Beenden. Nee, ist ja nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, die vielleicht auch manche von euch interessiert. Ist jetzt allerdings nur für PC möglich. Ja, ich habe mich da allerdings eingelesen, also beziehungsweise ich habe die Sachen nicht gelesen. Aber ich habe gelesen, dass es auch Möglichkeiten für die PS4 zum Beispiel gibt, falls das manche von euch interessiert. Genau, also das ist alles möglich, da kann man was machen. So, jetzt würde ich sagen, eine Holzkiste wäre langsam mal schnieke, oder? Da brauchen wir 100 Holz, wenn ich das richtig im Kopf habe, und wahrscheinlich Zwirn. Habe ich denn jetzt den Kistenmacher schon erforscht? Hatten wir das letzte Episode schon gemacht? Weil dann habe ich es hier auch gemacht, weil ich quasi überall gleich auf sein wollte. Ja, genau, das haben wir schon gemacht. Dann gucken wir mal bei F. Wo haben wir denn unsere Kiste? Dekorationen. Ah ja, das fand ich letzte Folge schon so komisch, so. Also letzte Folge, wie gesagt, die ihr nie sehen werdet, fand ich das schon so komisch, weil ich finde, die gehört eher zu Werkstätten. Aber okay, Dekorationen. So, damn, jetzt hat man es da gerade gesehen. Ja, Zwirn haben wir genug, brauchen noch ein bisschen Holz. Alles klar, dann holen wir noch ein bisschen Holz ran. Easy. So, genau. Und der Punkt ist nämlich, ihr geht quasi einfach auf eure Steam, ich sag mal, Bibliothek, geht da auf Conan Exiles, macht da einen Rechtsklick, browset nach den lokalen Files, die ihr dafür habt. Geht dann da auf, ich glaube, Conan Sandbox heißt der Ordner, dann da drin ganz unten auf Saved und da gibt es eine game.db-Datei. Und die könnt ihr da einfach rauskopieren, woanders reinkopieren und dann quasi von da aus ganz normal nächstes Mal weiterzocken. Also von dem, das da eben normal drin ist, die game.db, die ihr rauskopiert habt, von da aus zockt ihr dann weiter. Und wenn dann was schief laufen sollte, dann könnt ihr die neue game.db durch die, die ihr davor rauskopiert habt, ersetzen und es quasi nochmal versuchen. Ja. Könnte vielleicht auch für manche von euch ganz interessant sein, die irgendwie einen mega Spot oder einen nicen Build in dem Sinne abspeichern wollen. Ja, kann man so alles machen in dem Sinne. Also fand ich eigentlich eine ganz nice Option.
habe ich jetzt wie gesagt so eingerichtet. Also wenn hier jetzt diese Episode schon wieder irgendwas schief gehen sollte, ich hoffe mal nicht schon wieder ein Stromausfall, weil das ist außerordentlich ärgerlich. Aber auch bei Elgato geht mal was schief. Das ist zwar seit Ewigkeiten nicht mehr der Fall gewesen, aber es ist mal der Fall gewesen. Die von euch, die bei den Kenshi Let's Plays dabei sind, wissen das. In dem Sinne, ja, wisst Bescheid. Also, dass da mal irgendwann mal was passiert, ist einfach leider fast nicht zu umgehen. So schade das auch ist, aber wisst ihr, wie ich meine, kann man halt nichts machen. Muss man Technik einfach auch mal Technik sein lassen. Schätzen, dass es meistens klappt. Und dann darf man sich mal so ein bisschen drüber aufregen, dass es manchmal nicht klappt. Aber man sollte nicht daran verzweifeln, weil, wie gesagt, ist halt Technik. So, die wird ab und zu einfach mal ein bisschen, warum hat es die nicht gestackt? Die wird ab und zu manchmal einfach ein bisschen, wisst ihr Bescheid. Ich meine, bin mir sicher, die meisten von euch hatten schon mal irgendwelche technischen Issues, wo man sich so denkt, come on, echt, daran lag das jetzt? Daran? Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist relativ casual. Ich glaube, jeder kennt das. Da hätten wir noch mal ein bisschen Wildfleisch. Stimmt, Lagerfeuer sollten wir hier jetzt natürlich auch mal noch bauen. Ich bin so eine kleine Kisten. Denkt euch irgendein cooles Wort aus, ja. Ich hatte jetzt, ich sag mal was, nicht so jugendfreies im Kopf. Die müssen schon sehr ordentlich sein. So, jetzt haben wir auch unsere passive Gesundheitsregeneration. Ihr seht, die ist jetzt nicht aus der Hölle schnell, aber trotzdem nice to have. Ja, weil jetzt muss ich nicht extra einen Trank trinken. Mal angenommen, wir wären hier in der Base angekommen mit quasi gar keinem Leben, dann hätte ich jetzt eigentlich einen Trank trinken müssen. Muss ich jetzt in dem Fall nicht, weil das so Zeit über Zeit ein bisschen hochlädt. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal ein Lagerfeuer. Und in dem Sinne würde ich behaupten, wir machen hinten so eine kleine Terrasse, wo wir die Lagerfeuer machen, oder? Obwohl das eigentlich auch erstmal egal ist. Kommt da schon die erste... Wie hieß das nochmal? Ah, warte, hier sieht man das. Säuberungsanzeige, genau. Okay, ja, das sieht noch chillig aus. Im Laufe der Zeit füllt sich die Säuberungsanzeige bis zur Linie, spawnen Säuberungen. Aktionen wie Bauen, Töten und Fertigungen beschleunigen. Das Füllen der Anzeige. Okay. Ja, das heißt ja, umso mehr du baust, desto eher wirst du dann verhauen. Solche Mechanics liebe ich, aber wisst ihr, wie es ist, muss man dann in Kauf nehmen. So, jetzt würde ich sagen, wir lernen mal hier noch hier Waffengeschichten. Und zwar, boah, hier komme ich gar nicht klar. Das Krieger alles, das Verteidiger alles, Schläger. Da müsste doch eigentlich auch das Beitan-Steinschwert mit drin sein, oder? Genau, ja, alles klar. Den will ich erstmal lernen. Ja, der kostet nichts. Freischalten 0. Hä, habe ich es jetzt freigeschaltet? Jetzt habe ich es voll. Hä? Und warum ging das hier drüben nicht? Okay, never mind. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder das Problem war, aber ist jetzt auch egal. So, Äste, Zwirn und Stein haben wir eigentlich alles da. Können wir also in dem Sinne direkt herstellen. Ja. Okay, nee, mach mal so. Ah, mach mal doch nicht so. Wir brauchen hier dringend eine Treppe. Ja, sonst wird das ein bisschen doof hier mit der Tür. In dem Sinne lernen wir direkt als nächstes noch den Treppenmacher. So, was war das jetzt? Ast, Zwirn? Nee, Zwirn reicht schon wieder nicht mehr aus und Stein. Eieiei, hey, Zwirn. Zwirn ist echt eine Geschichte für sich. Dann holen wir noch mal ein bisschen Pflanzenfasern ran. Ist kein Problem. Müssen wir diesmal vielleicht sogar ein bisschen weiter gehen als die letzten Male. Das ist aber auch kein Problem. Hier müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht mit den Steinnasen-Beef anfangen. Waren das die Steinnasen? Das waren schon die Steinnasen, oder? Ich glaube, die hießen so, diese Steinhirsche, würde ich die jetzt nennen, oder Stein... jemand von euch bei Monster Hunter Down? Dann würde ich die kleine Bariots nennen. Nee, Barots, nicht Bariot, Barots. Kleine Barots sind das so. Die haben auch diese markante Stirn vom Barot so, mit dem der einen gut hucken kann und so. Und sind eben aus Stein, genau wie der Barot. Und deswegen dachte ich immer, das wären so kleine Barots einfach. Finde ich, haut ganz gut hin, beschreibt die ganz gut. Ja, und dann könnten wir auch eigentlich bald mal hier so versuchen, den ihre Kiddies wegzumachen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil guckt mal, immer wenn ihr die anguckt, ändern die ihre Richtung. Das heißt, wenn ihr quasi auf die schaut, so, dann geht es nach da. Und wenn ich jetzt so auf das schaue, dann würde es nach links gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, das zu treffen mit diesem Strike von der Beidhandwaffe ist gar nicht so leicht.
Weil wenn du kannst ja quasi gar nicht gerade drauf gucken, weil das dann immer hin und her geht. So. Da werden wir noch lustige Challenges vor uns haben, glaub mir. Das ist echt ein Witz stellenweise, wie du die so 5, 6, 7 Mal nicht triffst und echt so denkst, Alter, okay, jetzt gehe ich mich dann gleich vergraben, hey. Yo. Alter, ansonsten muss ich sagen, Conan Exiles, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Also, wenn nicht gerade meine Aufnahme gesmashed wird, dann bin ich eigentlich schon immer richtig down für Conan Exiles. So. Schneller an die Sichel ranzukommen, wäre schon cool. Wäre auch wichtig in dem Sinne, weil wir halt echt nicht sonderlich viel Pflanzenfaser um uns rum haben. Hier können wir dann bald richtig reinharzen mit Pflanzenfaser, das stimmt. Allerdings sind halt zur linken und zur rechten relativ viele Krokos. Das heißt, wir müssen da jetzt aktuell sehr vorsichtig sein. Später, wenn wir die erste Waffe haben und die damit einigermaßen nackig machen können, können wir die dann immer nackig machen, den ihr Fleisch dann schön verkochen und dann hier easy farmen ohne Probleme. Ja, und dann auch Holz in dem Sinne. Das ist dann kein Problem. Ich war dann damals eigentlich auch immer ganz froh, dass die hier nachspawnen so rege, weil letzten Endes hast du dadurch halt immer was zu fooden und so am Start. Das ist ja in dem Sinne auch nicht schlecht. Und auch den ihr Leder, beziehungsweise die haben doch diese Reptilienhaut. Haben die das schon oder war das noch bei was anderem? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also auch nicht, wir werden es dann ja sehen. Weiterer Punkt, weshalb das mit den Krokos ja nicht sonderlich wild ist, ist natürlich einfach, weil die nicht schnell sind. Also, ja, dass die uns kriegen, da müsste ich schon außerordentlich hart verkacken im Ausdauermanagement beim Wegrennen. Also wirklich, ja. Wie man im Volksmund sagen würde, verkacken sein Urgroß, müsste ich da, damit die mich erwischen. Ja, jetzt haben die uns gespottet, brauchen aber noch ein bisschen. Easy. Dann hauen wir ab. Brauchen wir nicht. Wollen kein Beef mit den Krokos. Wir gehen direkt wieder heim. Wir können gleich mal schauen. Ja, die kommen uns eh nicht nach. Können wir hier direkt schon mal zwirnlos herstellen. Let's go. Und dann trotzdem rennen. Easy. Schaut mal, dann hier auch schon wieder die ersten Sachen nachgespawnt. In dem Sinne wäre es vielleicht auch einfach klug, wenn ich die, ich sag mal, immer so eine kleine Balance reinbringe. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich sage, okay, wir farmen jetzt ein bisschen von dem, dann machen wir danach mal ein bisschen Holz. Dann haben wir vielleicht nicht so das Problem, dass wir irgendwie mega weit wegrennen müssen, weil wir quasi uns einfach die Spawn-Zeiträume so ein bisschen, so ein bisschen ausnutzen, wenn man so will. So, und jetzt renne ich mal ein Stück durch, weil ich glaube, wenn man nicht eine gewisse Distanz zu denen aufbaut, ich weiß nicht, drehen die, okay, ja, doch, die drehen nach einer gewissen Distanz ab. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass die nach einer gewissen, also dass ihr eine gewisse Distanz zu ihnen haben müsst, zu einem gewissen Zeitpunkt T1 und dann lassen die von euch ab, aber es scheint schon über insgesamte Distanz zu gehen. Also die folgen euch 100 Meter und wenn ihr die 100 Meter gerannt seid, dann rennen die euch auch nicht mehr hinterher. Zumindest scheint es so, ja. So, und hier, wie gesagt, brauchen wir dringend eine Treppe, weil das hier gebe ich mir nicht mehr lange. Ich glaube, das machen wir direkt, oder? Hier, Treppenlehrling gibt es doch auch, oder? Treppenjunge, wo ist es? Gucken wir hier direkt mal beim Bau. Ja, Treppenbauerlehrling, let's go. Das will ich haben. Hat das jetzt geklappt? Das hat geklappt, oder? Werden wir ja gleich sehen. So, kann ich da jetzt eine Treppe bauen? Ja, da kann ich eine Treppe bauen, alles klar. Da brauchen wir Stein und Holz, das ist easy. Müssten wir, ja, Stein müssen wir gleich mal wieder ein bisschen farmen gehen, aber ich glaube, es könnte gerade so reichen, oder? Oder nicht? Ne, es reicht nicht. Wie viel brauchen wir nochmal? Ja, doch, es reicht. Ja, easy, wenn es reicht, dann reicht's. Ist ja lässig. Okay, das war strategisch unklug. Muss ich jetzt schauen, ob mir das taugt. Ja, da muss ich noch ein bisschen klarkommen mit dem Bauhammer. Ist das okay? Ja, das geht gerade grenzwertig, aber okay. Bevor ich jetzt nochmal die ganze Hütte einreiße, nehme ich das jetzt in Kauf. Wirklich amused bin ich nicht, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, man kann damit leben. So, dann haben wir hier wieder mehr Äste und mehr Zwirn drin. Das ist doch auch klasse. Aloe kann da eigentlich auch mit rein. Noch so ein bisschen Greens in dem Sinne. Hä? Nee. Ich will schon alles. Kann ich genau mit Shift, aber ich will halt, dass alles da liegt. Genau, cool, okay. Stein kommt wieder hier rein. Samen könnten wir eigentlich auch noch in die andere Kiste rein tun. Sonst tragen wir die auch die ganze Zeit mit uns rum. Aber die mal vielleicht noch hier dazu und dann da auch noch gerade die Handvoll Käfer. Wie mache ich das denn gerade die ganze Zeit? Ach, ich nehme immer die 8. Ich will immer mit Shift, weil ich denke so, yo, nimm alle direkt. Aber mit Shift teile ich quasi direkt auf. Ist aber auch nicht schlecht zu wissen. Wird uns früher oder später bestimmt mal dabei helfen, irgendwas schneller zu verschieben oder so.
Ja, genau, das ist so die Idee. Dann würde ich sagen, jetzt müssten wir ja eigentlich auch genug Zwirn und Dingens für unser Steinschwert haben. Wahrscheinlich wieder nicht mehr ganz genug Stein. Deswegen hier noch ein bisschen Stein hacken. Und dann, sobald wir das haben, würde ich sagen, erstellen wir uns mal ein Schwert und schauen in dem ersten Lager vorbei. Wenn ich mich nicht täusche, dann waren die da, glaube ich, zu dritt. Das ist je nachdem, oder waren sie zu viert? Boah, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sie zu dritt oder zu viert waren. Aber einer ist auf jeden Fall außerhalb und den kann man ganz gut da weghalten. Das heißt, wir könnten da erstmal unser Glück versuchen, schauen, ob das läuft. Und dann quasi weiterschauen, wie wir in Zukunft vorgehen. Ja, wir bräuchten jetzt einfach mal langsam wieder so ein bisschen Fleisch. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir haben nicht genug Äste, um die jetzt vollends zu reparieren. Braucht man überhaupt einen Ast zum Reparieren? Na, scheinbar nicht. Cool, dann habe ich das vielleicht auch mit Ark wieder verwechselt. Genau wie im Übrigen die Fettraupe, von der ich letzte Episode gesprochen habe. Also in der ersten Episode, ja. Verzeiht, die ist ja nicht aus Conan Exiles, die ist ja aus Ark. Ja, da gibt es die Fettraupe. Nicht in Conan Exiles, da war ich kurz verwirrt. Beides würde ich sagen, sehr ähnliche Spiele. Ich meine, so der Main-Unterschied ist halt, dass du hier halt Sklaven hast, oder? Und ja, in Ark hast du halt Dinos. Gibt es sonst noch großartige Unterschiede? Okay, da gibt es noch Schusswaffen. Richtig mit Munition und dergleichen. So ein bisschen mehr Technik ist da halt down, gell? Das würde ich sagen, hier das Zeitalter nicht ganz so vorangeschritten, wenn man so will. Aber ja, wisst Bescheid. So. Alter, das war ja direkt eine ganze Menge hier. Nicht schlecht. Okay, dann brauchen wir in dem Sinne jetzt, holen wir es trotzdem direkt wieder raus, die ganzen Steine. Dann brauchen wir unser Holz. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ah, nee, Ast und Zwirn, gell? So, dann schauen wir mal. Ja, können wir direkt 5 herstellen. Müssen wir aber nicht. Das reicht auch so. Easy. Dann würde ich das hier alles eine Nummer verschieben. Dann würde ich noch gerne ein Häutemesser. Genau, da machen wir direkt auch eins. Steinabhäutemesser. Jetzt haben wir eine Waffe auf 1 und dann den ganzen Rest hier hinten. Dann würde ich mir das Abhäutemesser, glaube ich, noch auf 2 machen. Weil dann haben wir quasi so eine Sektion fighten und eine Sektion farmen und hier dann halt bauen. Ja, da wird dann später noch die Sichel dazukommen. Denke ich mal in meine Hotbar hier unten und dann wird das alles voll cool. Richtig cool wird es dann. So, Ast und Zwirn, genau. Und dann hier wieder die Steine rein. Let's go. Und jetzt gucken wir mal, wem wir da mit den Arsch aufreißen gehen können. So, meine Freunde, wo seid ihr? Das hier ist ein bisschen schwieriger, aber auch da, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es da einen Dude ab und zu, der Legendary unterwegs ist, also der halt benannt ist. In dem Sinne, wie sagt man da? Das war dann, glaube ich, T4, oder? Ist T4 Legendary? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Bin da nicht mehr so ganz in der Meta drin, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber wisst Bescheid. Wir gucken jetzt einfach mal. So, sitzt der hier noch? Perfekt. Ja, das macht schon mal okayen Damage, aber noch nicht genug. Wir müssen definitiv noch ein bisschen auf Stärke, damit wir damit so schön One-Hits rausbolzen können. Ja, nee, nee, nicht mit mir. So, wie lange geht der Move? Da gibt es doch noch diesen Dreher, oder? Okay, das lief doch schon mal ganz gut. Ein Feind verkrüppeln. Ja, lässig. Ah, und wir haben damit von einer Herausforderung das erste von 10 gemacht, oder? Daifari-Stämme besiegen. Ach so, die meinen mit Stämme. Also ihr wisst, wie ich meine. Ich dachte, ich muss 10 solche Lager auseinandernehmen, aber wir müssen 10 solche Kämpfer auseinandernehmen von Daifari-Stämmen. Das ist aber eine andere Geschichte, Leute. Ihr solltet, alles neben Spacebar, alles klar. Da sollten die mal ein bisschen klarer werden. Das wäre nicht schlecht. So, ja, mal hier ein bisschen Tierhaut. Aber so kriege ich kein Fleisch, oder war das jetzt gerade nur Pech? Nee, es scheint, als würde ich so nur Tierhaut bekommen. Sollen wir mal rein und da unser Glück versuchen, sind halt, wie gesagt, ich glaube direkt da nochmal ein paar mehr da drin. Da sehe ich nochmal einen, der da gerade irgendwas tut. Nahkampfwaffe, ja komm, die kiten wir jetzt erstmal ein bisschen raus. Da bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig, weil wir sind halt einfach noch nicht sonderlich superior. Ne? Muss man ja schon sagen, wie es ist. Wie war denn das mit rechts? Kann man da nicht mehrere Hits machen mit rechts? Da gab es doch auch noch eine Combo, oder? Kommt die erst später dazu mit dem Build? Nee, gell? Ja, genau, der Dreher. Let's go. Aha, genau so will ich das sehen. Easy. Dann würde ich hier bei ihr. Da haben wir direkt eine Mast. Dann haben wir unseren ersten Helm. Das ist doch schön. Oh yeah. Oh yeah.
Und jetzt gehen wir da richtig undercover rein und schlitzen die weg, oder? Ein leichtes Rüstungsteil anlegen. Let's go. Cool. Haben wir hier direkt noch ein paar Folge und dergleichen. Ich würde sagen, sie bauen wir jetzt mal mit der Axt ab, weil ich will auch ein bisschen Fleisch haben. Ich kriege gar kein Menschenfleisch von denen, oder wie? Wie kriege ich denn Menschenfleisch von denen? Brauchen wir dafür vielleicht das Hackmesser? Oh, das habe ich gar nicht mehr hergestellt. Stimmt, das habe ich jetzt vergessen. So, wer von euch macht was? Ah, ein Bogenschütze und ein Nahkämpfer. Dann kommt mal der Nahkämpfer raus. Gerber 1. Ja, Gerber ist erstmal Wayne. Mhm. Genau. Machen wir nochmal dieselbe Kombo. Wäre schön, wenn die eines Tages reicht, um damit quasi komplett durchzufahren. Ups, da wollte ich ein bisschen zu weit, aber da sind wir jetzt in seinem Nacken. Und hauen ihm richtig auf den Kopf. Ja, hat gerade so gereicht. Perfekt. Ich dachte so, das wird nicht reichen, aber es hat gerade so gereicht. Nice. Okay, dann haben wir hier direkt den nächsten Daifari-Schmuck. Knallen wir uns komplett in ihre Rüstung rein, Alter. Das ist doch... Das verspricht natürlich viel Schutz. Das sehe ich gleich. Also, wie viel hat das? Rüstwert 14, Rüstwert 2. Ja, safe. Also so eine Kette... Nee, also finde ich jetzt macht schon auch Sinn so. So, F alles drin, da wäre ein Schild drin. Aber wir brauchen da eigentlich gar nicht alles. Kann ich da mit Mausrad navigieren? Und dann kann ich das einzeln plündern. Q plündern. Ich will das plündern, das plündern, das plündern. Was ist das? Das plündern wir einfach auch. Das würde ich plündern. Pfeile kann man mal mitnehmen. Vielleicht braucht man sie ja irgendwann. Schild ist mir jetzt egal, wir sind ja beidhändig drin. So, und dann häuten wir die Jungs hier auch noch. Ja, da haben wir mal ein bisschen Menschenfleisch bekommen. Nice. Okay, also das spielt keine Rolle in dem Sinne, was ich da benutze. Das ist gut zu wissen. Hä, das hat nicht gereicht. Ich dachte gerade schon. Let's go. Nice. Was haben wir hier noch? Stein. Ja, Stein können wir noch mitnehmen. Easy. Ja, lässig, oder? Die haben wir noch ganz gut ausgelootet und nackig gemacht hier, die Jungs und Mädels. Na? Die haben gut auf den Sack bekommen. Können wir hier mal einen Sip Wasser trinken? Vielleicht direkt mal zwei. Müssen wir vielleicht bald mal wiederholen gehen, ist aber auch kein Problem. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne noch unser Dach fertig machen, damit wir so hier, ja, Unterschlupf, dieses Achievement quasi kriegen. So, ja, du hast jetzt Shelter und so, Zuflucht. Genau, da oben links sehen wir es ja. Hier haben wir jetzt schon halbe Zuflucht oder so ein Drittel vielleicht, warum auch immer. Ja, aber da muss natürlich noch mehr her, ist ja klar. So, hier kommen Knochen rein und Tierhäute, let's go. Grobe Tunika und so können wir später woanders rein tun. Das passt alles. Dann würde ich sagen, wir brauchen Holz. Ja, Holz scheint der Limiting Factor, damit wir jetzt cool weiterbauen können. Und ich würde schnell ein Lagerfeuer bauen. Das einfach sporadisch irgendwo hinstellen. Stein und Holz, alles klar. Muss man direkt wieder rausholen. Kein Thema, das machen wir. So, zack, eins herstellen. Wieder einlagern. Mhm. Lego. Okay. Und dann, sobald wir das haben, können wir uns mal wieder ein bisschen was kochen. Das stellen wir jetzt einfach hier irgendwo hin. Ist ja kein Stress, das nachher wieder abzureißen und dann irgendwo anders hinzubauen. Das ist ja nicht das Problem. Hä? Ah, nein. Man muss warten, bis das hergestellt ist. Okay, okay, ja, my bad. Ich dachte, wenn du quasi herstellen drückst, dann hat es die Ressourcen schon konsumiert. Aber das konsumiert erst, wenn es fertiggestellt wird. Ja. Ja, sowas sind so Feinheiten, muss man drauf achten, sonst passieren einem halt immer wieder mal, ich sag mal, kleine Malheure. Ja, wollen wir natürlich nicht, Malheure sind nicht so mein Ding. Ich finde es immer eher chilliger, wenn wenig Malheure und viel irgendwie eher kontrolliert abläuft, sage ich mal. Warum habe ich jetzt hier auf dem Boden rumgerotzt? Na, wie auch sei, wie dem auch sei. So, brauchen wir dafür noch ein bisschen Holz, da knallen wir direkt mal ein bisschen was rein. Am besten einfach den Rest, den wir haben, und dann fahren wir Holz nachher unten am Bach komplett von vorne los. Und wenn wir zurückkommen, haben wir was Leckeres zu essen und so. Easy. Ja. Ich würde sagen, wir sind ganz gut vorangekommen, diese Episode. Ich würde auch behaupten, jetzt circa so bei 34, 35 Minuten hatte ich da den, also war halt auf einmal, vor allem wisst ihr, was das Doofe ist, ich hocke dann im Stockdunklen, meine Rollos sind komplett zu und riegeln quasi hermetisch ab, die Türe zum Flur ist komplett zu und kommt auch überhaupt kein Licht rein, plus ich sitze hier vor zwei Lichtkegeln, wenn die aus sind, dann musst du dich ja erstmal dran gewöhnen, gar nichts zu sehen. Und da war ja auch hier nichts mehr an und ich habe mein Handy nicht gefunden. Da war ich erstmal so 3 Minuten in kompletter Dunkelheit und wusste gar nicht, was abgeht, so, ja.
Hab danach auch noch hier mit einer Nachbarin geredet, die hat gemeint, ja, sie hatte auch keinen Strom. Also das schien irgendwie im ganzen Haus der Fall gewesen zu sein. Das ist natürlich außerordentlich ärgerlich. Und das ist so wieder so ein Ding, wisst ihr, wie ich meine? Es kommt immer mehr dazu bei mir, weshalb ich stellenweise in permanenter Angst lebe. Bei Kenshi zum Beispiel stürzt Kenshi gerne mal ab. Das ist in dem Sinne kein Problem, weil wir da alle 5 Minuten habe ich da meine Speicherintervalle, also automatische Speicherintervalle, auf alle, ich glaube, 4,5 Minuten gestellt, 4,5, 5 Minuten. Das heißt, da geht einem dann meistens nicht sonderlich viel verloren, aber man lebt halt irgendwie trotzdem ab da, sobald das halt das erste Mal passiert, das ist jetzt, glaube ich, in 100 Episoden einmal passiert, und ab da lebst du halt in permanenter Angst, so, okay, wann wird es wieder das nächste Mal passieren, so. Ja. Und hier lebe ich in permanenter Angst, dass irgendwas anderes schief geht. Kommen immer mehr Sachen dazu. Merkt schon, das ist, ja, also auf YouTube aktiv zu sein, ist ein Leben in Angst. Nein, Quatsch, es macht mir schon viel Spaß, so ist es nicht. Sonst würde ich mich nicht mittlerweile durch 3 Let's Plays und 6 Episoden pro Woche durchzwängen, neben einem Studium und einem sozialen Leben. Es macht mir einfach Bock. Ich würde sagen, ich hatte seit langer, langer Zeit kein Hobby mehr, das mich so satisfied hat, wie hier die Geschichten. Was natürlich auch zu großen Teilen an, ich würde mal sagen, unserer coolen Community liegt. Also die Enderal und Kenshi Community ist ein Goldschatz. Und ich denke, die Conan Exiles Community wird dem in nichts nachstehen, ja, sobald die eben existiert. Ich meine, bis jetzt ist, ja, braucht dann immer erstmal eine Weile, bis ein paar Leute so zulaufen. Zumal ich jetzt ja quasi, ich würde sagen, eher ein Spätzünder bin, was Age of Sorcery betrifft. Ich meine, die meisten haben Anfang September losgezockt, als es halt rauskam. Ich dachte mir so, nee, ich warte noch einen Monat, start dann verspätet und hole die dann noch alle ein. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja kein Problem für mich. Jetzt, Coco, ist doch nicht dein Ernst. Ich will doch hier nur ein bisschen Weiß, ein bisschen Mushu wollte ich da. Einfach ein bisschen Holz holen, so. Also ich muss schon sagen, mir gefällt die Performance oben an der Base eigentlich am besten, was ja schon stark dafür spricht, dass es irgendwie auch so damit zu tun hat, wenn wir uns viel bewegen. Ja, wie bei Minecraft, wenn neue Chunks geladen werden oder so. Also ich meine, ja, bei Minecraft ist immer so eine Sache für sich. Minecraft braucht ja eigentlich nicht wirklich Leistung. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn neue Chunks geladen werden, wenn ihr zum Beispiel irgendwie im Creative Mode übelst schnell durch die Welt rumfliegt, dann sieht man das ja. Und ich glaube, das ist hier dann schon auch der Fall, dass es da dann vielleicht manchmal ein bisschen deswegen stockt. Aber manchmal stehen wir halt auch in der Base rum, stehen einfach rum, produzieren was, laufen danach dann los und dann stockt's. Und das ist halt einfach so, kommt, das kann eigentlich nicht an der Leistung liegen, so. Also, ja, ist mir echt ein Rätsel. Aber wie gesagt, ich finde, es performt einigermaßen okay. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Holz so schon reicht für ein Dach. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir doch noch so ein bisschen da vorne. Es sind halt Dark-Krokos, Dark-Krokos und Dark-Krokos. Das heißt, die stehen halt schon genau da, wo wir halt ansonsten cool grinden könnten. Na, nicht im Ernst. Oh, vielleicht können wir das hier abfarmen. Na, nee, das ist viel zu schnell. Da komm ich nicht ran. Jetzt gehst du auf uns. Ihn verfolgst du also nicht. Du bist eine Sacknase. Sollen wir es mal probieren? Wir müssen eigentlich nur seinen Biss dodgen. Genau. Und dann so ein bisschen reinhacken. Ja, genau. Gar kein Problem für mich. Ich sollte mir halt immer meinen Dodge aufheben, so ein bisschen, weil sonst Ausdauermanagement. Ah, ich dachte, er springt wieder. Aber er springt nicht. Zack, weg mit dir. Tja, mein Freund, nicht mit uns. Nicht mit uns. Einfach nicht mit uns. Dann können wir hier mal langsam, ich würde sagen, wir gehen noch für Stärke. Weil unser Damage Output ist shit. Und ich würde auch behaupten, erhöht deine Rüstung und um 40 und deine Ausdauer um 20, das ist halt schon auch mega strong. Ich glaube, Kompetenz würde ich erstmal so lassen. Obwohl, effiziente Ernte, letzter Treffer beim Ernten gewährt doppelt so viele Ressourcen. Ah, sorgsame Ernte, es ist doppelt so wahrscheinlich, dass du beim Ernten seltene Ressourcen sammelst. Schon cool, schon cool. Aber ich glaube, ich würde so ein bisschen. Autorität wäre in dem Sinne auch nicht schlecht. Weil die Getreuen, die wir haben. Ach, die heißen jetzt Getreuen. Und ich sag hier die ganze Zeit, ja, sorry Leute. Ich dachte, das wäre so das Ding. Ich meine, ja, Getreue, okay. Unsere Getreuen zu buffen wäre natürlich auch nicht schlecht, in dem Sinne, dass ich ja meistens schon alleine spielen werde. Das heißt, ich wäre nicht ganz so alleine, beziehungsweise nicht ganz so lost alleine.
wenn wir Getreue hätten, die halt was können. In dem Sinne wäre der Autoritätsperk natürlich nice, weil das die natürlich in dem Sinne so ein bisschen mitbufft. Sonst würde ich sagen, wir gehen für Grit, also Stehvermögen, Vitalität-Safe und Damage, weil wir halt ja einfach schauen müssen, dass wir halt selbst auch irgendwie was töten können. Sonst ist ja auch Quatsch irgendwie. Also wenn wir halt selber nichts kaputt kriegen, ist ja, wisst ihr, wie ich meine? Und ich denke mir halt immer, unsere Getreuen werden schon irgendwie was können, wenn wir die gut ausrüsten und so. Dann denke ich, ist das mit hier Dingens, mit, wie hieß es jetzt, Autorität vielleicht nice to have. Könnt ihr mir ja mal da lassen, ob ihr damit schon gespielt habt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nice to have ist, aber nicht notwendig so. Ja, man wird schon ohne auch klarkommen. Und dann würde ich sagen, wollen wir ja auch einfach selbst Spaß haben. Und um selbst Spaß zu haben, finde ich, ist es halt wichtig, dass unser Build funktioniert und Bock macht. Und Autorität stelle ich mir zwar, wie gesagt, nice vor so in dem Sinne. Das kann schon richtig abgehen, da bin ich mir sicher. Aber dann gehen ja andere ab. Und wir gucken halt so zu, wie die so abgehen letzten Endes und gehen halt selbst nur so ein bisschen ab. Und dann würde ich schon eher sagen, nee, ich will schon auch hart abgehen. Und deswegen macht es schon Sinn, dass wir quasi erstmal in uns selbst investieren. Halte ich schon für sinnvoll an der Stelle. Nehmen wir da noch ein paar Äste mit, einfach damit wir Dinge reparieren können. Bei der Axt hat jetzt die Reparatur nicht ganz gereicht. Ja, da haben wir nur so circa die Hälfte repariert. Sollte ich mir eh wieder angewöhnen, auf dem Weg so ein bisschen was mitzunehmen. Kommt, wir versuchen es. Habt ihr Bock? Das ist das Schwierigste der Welt. Ich will mit diesem Hit hier treffen. Ja, das ist so schwierig, weil dann wäre das One-Hit, aber man muss so predikten. Also ich gehe jetzt nach rechts und dann hacke ich direkt zu. Okay. Oh Mann, die sind so heavy. Okay, oder wir schauen so nach links und hacken dann in die Mitte. Ja, das Predictor, das ist Advanced Vorhersehungshaki hier an der Stelle. Ja, man könnte es natürlich schon einfach anders machen, wisst ihr Bescheid. Warum kam da jetzt nicht der zweite Hit raus? Mir war nicht ganz klar, dass ich nicht auch einfach gedrückt halten kann. Ja, das ist uns natürlich zu schnell. So eine kleine Antilope. Kumpel von mir hat eine Freundin und die hat ihm mal eine Antilope gezeichnet. Jetzt ist gerade die Performance richtig wack. Ja, so auch die ganze Zeit schon, während wir mit dem kleinen Viech da gekämpft haben. Weiß nicht, was da los ist. So, vorher mit den Daifaris zu kämpfen war kein Problem. Die Antilope hier war jetzt irgendwie ein Problem. So for whatever reason. Oder es sind die Schatten. Sind es die Schatten? Ganz maybe sind es die Schatten. Könnte auch sein. Dann wäre es wieder so ein Leistungsding. Dann müsste ich nochmal einen extra Test rennen, während wir quasi richtig schön Schatten am Start haben. Und da gucken, yo, wie viel verändert sich dann? Ha? Kann ich dann noch richtig chillen oder ist dann wirklich mal die Grafikkarte am Arbeiten, in dem Sinne, dass sie irgendwie auch nur ansatzweise über 30, 35, 40% ist. Und selbst dann würde ich halt sagen, come on, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Entschuldigung. So, wir haben jetzt ordentlich Äste, das ist schön. Ranken kommen auch da rein, die brauchen wir später für unsere Religion, genauso wie die Käfer. Ja, kann da eigentlich alles rein, auch die können da mit rein, das kann da mit rein, getrocknete Beeren, die kann man safe fooden, oder? Haben die ein Haltbarkeitsdatum, läuft ab in Stunde 54, ja, ess mal die mal, vielleicht bringen getrocknete Berries auch einen Erfolg, nee, sonst esse ich die schnell weg, weil sonst, ja, stopfen die da so unser Invent voll. 100-jähriges Ei, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt essen, ne? Reptilienhaut, die kommt natürlich drüben zum Leder und Holz und Stein behalte ich dann schon mal, damit wir dann schön losbauen können. Hier, guck mal, Reptilienhaut. Ja, war also doch direkt schon Reptilienhaut bei Krokodilen. Ja, das hatte ich in dem Fall richtig im Kopf. Die können da wegen mir auch gerne rein, gehören so zum Loot dazu, oder? Irgendwelche Zähne so, das passt. So, dann nehmen wir da Stein raus. Cool, dass wir das alles tragen können. Attribute haben wir nochmal. Genau, da gehen wir jetzt mal ein bisschen für Strength. Das habe ich ja vorher voll vergessen. So, Dachdecker brauchen wir, oder? Oder habe ich das letztes Mal schon gelernt? Nee, Dachdecker-Lehrling, let's go, freischalten. Ah, das ist jetzt ein Strohdach und so. Ich dachte, da geht schon Sandstein-Dach. Oh nee, wo... Oder ist Sandstein schon bei Steinmetz-Lehrling? Das Dach mit drin. Ah, wartet mal, war das nicht so, dass...
man quasi einfach einen Boden bauen kann als Dach. Ja, eben hier Sandsteindecke. Dann würde ich jetzt erstmal für die gehen. Oder? Ja, schauen, die ist schon stabiler. Sollen wir es zwei hoch machen? Ich finde eins hoch immer. Dann würde es zwar noch mal ein bisschen dauern, bis wir fertig sind, obwohl könnte gerade so reichen. Aber ich finde zwei hoch schon immer sehr viel nicer, so ganz ehrlich. Also eins hoch finde ich. Ist wie wenn man in Minecraft nur zwei hoch macht. So, das ist nicht genug. Also drei oder vier mindestens. Am liebsten fünf oder so. Aber zwei, weißt du, wenn du da drin nicht mal hüpfen kannst, so. Das ist dann auch zwecks Kameraführung stellenweise einfach Pain, oder? Also, da muss ich schon sagen, finde ich so, glaube ich, besser. Da ist doch die Außenseite egal. Ich will nur, dass die Querstreben alle gleich verlaufen. Wir machen immer so von rechts nach links. Genau, nee, so will ich es eben nicht. Ja, eben. Oh, warum gelb? Why? In der. Und jetzt rot. Und passt auf, wenn ich jetzt von hier aber mache erst, dann ist hier grün und hier wieder gelb. Ja, okay. Dann ist es, wie stabil das an dem Ort ist, oder? Also, wann du quasi eine Säule dazwischen bauen müsstest, damit, ja, hier Dinge und Sachen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Stein. Okay, ja, hier drin sehe ich jetzt halt schon echt gar nichts. Da müssten wir dann vielleicht schon schauen, ist vielleicht eine Gamma von 1,6 dann nicht mehr ganz so zielführend. Mond, wo bist du? Kannst du mal ein bisschen hier reinleuchten, bitte? Okay, wo ist unsere Kiste? Wo ist irgendwas? Ich schau mal raus. Okay, das ist hinten. Dann ist das hier vorne, müssten hier irgendwo die Kisten sein. Genau. Ja, okay, das ist jetzt natürlich Quatsch. So, ne? Wir brauchen dringend hier den ersten Fackeljunge. Wo kann man den denn lernen? Fackelträger, Dekoration. Standfackeln sind da direkt dabei. Dafür muss ich aber die Fackel lernen. Okay, dann lernen wir halt die Fackel. Mach mal. Und dann will ich bei Dekoration, wo war das jetzt hier? Genau. Und dann können wir Standfackeln bauen. Und dann ist unser Leben auch voll cool. Ah ja, klar. Dann braucht man wieder hier unseren Baujunge. Werkstätten, Dekoration. Aha, und wo sind jetzt Lichter? Ah, da gibt es dann hier noch Untermenüs. Das ist ja ganz cool. So, was braucht die? Fünf Ast, eine Fackel. Okay. Ja, das geht ja eigentlich klar. Müssen wir jetzt in dem Sinne schauen, wie eine Fackel geht. Was ist das? Behelfsmäßige Fackel? Fackel. Ja, nee, wir wollen die Fackel. Mit Pflanzenfaser. Oh nee, das haben wir halt alles zu Zwirn verarbeitet, oder? Haben wir noch ein bisschen Pflanzenfaser? Ah, ich sehe hier nichts. Ja, lass mal die Türe gerade mal offen. Jo, wir haben noch richtig Pflanzenfaser. Let's go. Und wir haben auch noch genauso viele Äste, oder? Nee, das war nicht genau hier. Zack. Nice, dann bauen wir da direkt mal. Ja, machen wir mal so fünf, oder? Fünf klingen fair, fünf klingen fair. Und dann, sobald die da sind, baue ich ein paar Standfackeln draus. Brauchen Standfackeln hier Holz oder brennen die Eternal? Zweiteres wäre mir sehr viel lieber. Wenn die ständig Holz brauchen, wäre schon stressig. Wäre schon stressig. Ich weiß nicht mehr, ob das in einem anderen Game so war. Ja. Hab eigentlich survival-technisch, würde ich sagen, vieles durch auf jeden Fall. Vieles. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles auf jeden Fall. So, keine Ahnung. Also, wir haben Warheim gezockt. Wir haben Raft gezockt. Ich habe mal bei Grounded reingeschaut. The Forest, Green Hell, Conan, Ark. Ark 2 ist ja angeteasert worden für 2023. Da bin ich sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen. Oh, das wird echt noch eine Weile dauern, bis ich mit dem hier klarkomme. Ah, stimmt, wir brauchen ja noch den Ast. Die Äste. In dem Sinne, hier kommen, nehmen wir die nochmal raus. So, und jetzt kann ich hier eine Standfackel bauen, oder? Machen wir die dahinter, die Kisten. Weil da ist eh toter Platz. So, sehr schön. Und dann noch eine gegenüberliegend, oder? Alles klar. Dann noch eine vor die Tür. Und dann hoffe ich, dass die einfach durchbrennen. Kann ich hier irgendwo noch? Ja, zu dem Feuer, das ist doch schön. Dann machen wir hier noch eine hin, irgendwie. Nicht ausreichend mit dem Boden ausgerichtet. Ja, ich würde sagen, eure Grammatik ist nicht ausreichend korrekt.
Ja, machen wir einfach mal hier so mitten in den Weg, oder? Meanwhile not, wir sind hier ja oft zugegen. Dann sehen wir so, wo unsere Hut ist. Alles sehen wir eh. Nee, komm, bevor wir die jetzt verschwenden, hau ich lieber noch eine hinters Haus. Dann können wir da vielleicht nächste Episode. Oh, damn, ich bin ja hart am Überziehen. Ja, von wegen so die ganze Zeit am Bauen. Ihr kennt es ja, man ist dann irgendwann im Grind drin. Ja, und hat dann auch einfach Bock zu bauen. So. Ich würde die Terrasse eher hier rüberziehen, in die Richtung. Und dann können wir in dem Sinne hier nochmal eine Fackel hinstellen, oder? Ja, und dann vielleicht hier noch eine für die Terrasse. Die würde ich mir, glaube ich, aufsparen und dann platzieren, sobald wir wissen, wo wir. Na, wisst Bescheid. Okay. So, dann würde ich sagen, ich verräume hier schnell mein Zeug. Währenddessen, Leute, es war mir wie immer eine Ehre. Ich hoffe, dass diesmal jetzt nichts dazwischen kommt, dass Elgato schön mitspielt, dass die Performance nochmal ein bisschen besser ist als letztes Mal und dergleichen. Werde ich dann gleich alles sehen. In dem Sinne, lasst mir wie immer da, wie ihr das so fandet. Ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay Conan Exiles. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Hä? Pumpe ich hoch. Meine Crew. Pumpe ich hoch. Den Bandit. Pumpe ich hoch. Mein Garo. Pumpe ich hoch. Pumpe ich hoch. Abonnieren. Pumpe ich hoch. Yeah. Little Baker Man. Dieser Pick.